Willkommen zurück auf Kreta. Die meisten Wachen sind tatsächlich verschwunden hier. Ich meine, der Feuerhinkestand ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Wenn da ein paar erstmal wegrennen. Ach, jetzt speichert auf einmal. Hm, verarschen. Aber tatsächlich, hier gibt es kein einziges Wildschwein oder so zum Verhauen. Bevor wir mit dem Weisen reden. Da fällt mir ein... Obwohl, der Edelknochen, das wird der gewesen sein. Sonst hätte Edelfix jetzt gerade mal gebellt. Guten Tag, alter Mann. Sind Sie der Einsiedler, der ein Fragment dieses Hinkelsteins hier besitzt? Ja, ich bin Irsinnis, der Weise, und... Ein Fragment? Welches Fragment? Ach ja, das Fragment. Wenn ihr mir eine Frage zum Fragment stellen möchtet, müsst ihr zuerst meine Frage beantworten. Ja. Also, frag uns, was du willst. Wir antworten. Das Rätsel. Das rätselhafte Rätsel. Er ist ein bisschen vage, dieser Krete. Von welchem Rätsel spricht er, Asterix? Hört euch das Rätsel an! Hier ist das Rätsel! Ich bin ein Lügner. Wenn es wahr ist, ist es falsch. Wenn es aber falsch ist, sage ich die Wahrheit. Müssen wir jetzt sagen, ob es wahr oder falsch ist, Asterix? Wenn wir die Wahrheit wollen, ja. Aber wenn wir sagen, dass es wahr ist, obwohl es falsch ist, liegen wir eventuell falsch. Und wir wollen ja nicht falsch liegen, nicht wahr? Die Antwort deines Rätsels lautet, Irrsinnis, dass es immer schwierig ist, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Gute Antwort. Die Runde geht an den kleinen Bärtigen. Bravo, ihr habt die Prüfung bestanden. Was wollt ihr wissen? Naja, wo sich das Fragment befindet. Wie ausgemacht, Irrsinnis. Ach ja, das Fragment. Wo ist das Fragment? Das ist die Frage. Es wäre gut, wenn Sie sich ein bisschen konzentrieren könnten, Irrsinnis. Die Zeit drängt und... Die Kluft, nur die Kluft, die pufft. Und hinter der Kluft ist der Abgrund. Und im Abgrund das Fragment. Das Fragment ist in diesem Abgrund? Das habe ich doch gerade gesagt. Ihr seid nicht sehr aufmerksam, Gallier. Aber wo genau in diesem Abgrund? Wo? 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 Ich bin kein Kauz, also redet mit mir gefälligst in einem anderen Ton. Das Fragment ist im Abgrund verloren gegangen? Nehmt euch vor dem fluchbeladenen Labyrinth in Acht, ihr armen Irren! Los, komm, Obelix. Wir lassen Irrsinnis sich ein bisschen ausruhen und schauen uns einmal diesen Abgrund an. Jo, ich wollte doch aber zum Knochen. Oh... Bist du denn, Edelfix? Ich sehe dich nicht. Und ich komme nicht hoch. Ach, leck mich doch. Danke. 2 von 4. Na dann, ab in die Höhle. War hier noch was? Nö. Achso, hier geht's wieder raus. Mal gucken, ob das jetzt wirklich ein Labyrinth ist. Obelix,
Ich glaube, wir sind im Labyrinth des Minotaurus. Wenn du den Eigentümer dieses Ortes kennst, Asterix, können wir ihn doch fragen, ob er weiß, wo sich das Fragment befindet. Der Minotaurus ist halb Mensch, halb Stier. Ich kenne ihn nicht persönlich. Kein Zweifel, dass Irrsinnes hier das Kristallfragment und vielleicht auch seinen Verstand verloren hat. Halb Mensch, halb Stier? Ich bevorzuge einen Stier am Spieß. Und zwar einen ganzen. Die spinnen, diese Einsiedler. Asterix, mein Hinkelstein sagt mir, dass wir aufpassen sollten. Obelix, hör auf damit. Hinkelsteine sprechen nicht. Was für ein Fall. Geht es euch gut? Idefix und mir, ja. Aber mein Hinkelstein vibriert etwas komisch. Die vibriert wirklich ein bisschen. Soll das mit Absicht so sein? Achso, wir sollen ja auch da lang. Dass die Feuer erst so angehen. Okay, jetzt kriegen wir... Ich nehme an, das ist eine Kraft, die wir dann... Ja, magnetisch, okay. Deswegen vibriert das wahrscheinlich auch so, weil das ja diese Magnetkraft darstellen soll, eventuell. Das letzte Fragment! Der Kristallhinkelstein ist vollständig, Obelix! Wenn das keine gute Nachricht ist, wir können endlich nach Hause und ein paar Wildschweine essen. Unter der Erde zu sein, macht mich hungrig. Beim Teutates? Der Kristallhinkelstein befiehlt jetzt die Metalle zu sich. Glaubst du, er kann auch 2 oder 3 Wildschweine bestellen, Asterix? Red nicht so einen Quatsch, Obelix. Ich habe gesagt, dass der Kristallhinkelstein das Metall anzieht. Dieser Stein ist wirklich erstaunlich. Interessant. Ich frage mich, ob dein Hinkelstein uns nach oben bringen kann. Mein Hinkelstein kann alles, Herr Asterix. Achso, hä? Hey. Eben war die Flamme noch aus, möchte ich sagen. Jetzt geht's wieder an. Oh, alles in dieser kryptischen Grotte ist unbeschreiblich, Obelix. Die Säulen sind kolossal und die Höhle ist gigantisch. Sie müssen ganz schön groß gewesen sein, die Architekten damals, Asterix. Die Frage ist, was ist, wenn ich das hier aktiviert habe? Ziehe ich dann auch die Römer an mit ihren Metallrüstungen? Ups. Das wird noch interessant. Gefällt mir. Was ist los, Obelix? Du siehst nachdenklich aus. Das ist diese neue Kraft, Asterix. Ja? Erinnert mich an Magnetix, den Droiden. Da passt bloß wieder Asterix durch. Du bist dran, Obelix! Ach Mist, ich hätte oben bleiben müssen. Nein! Du bist dran, Obelix!
Wie mache ich das denn? Du bist dran, Asterix. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich da rüber müsste eigentlich. Aber so ganz will sich das mir noch nicht erschließen, ey. Ah. Wie sah ich das eigentlich geahnt? Ja, das fand ich so schlau. Der Knochen ist bestimmt noch nicht in unserem Besitz. Okay, machen wir es so. Sag mal, Asterix, glaubst du, wir begegnen dem Minotaurus? Naja, das ist nur ein sagenumwobenes Wesen. Wie der Zyklop. In Wahrheit gibt es ihn nicht. Erstmal alles erkunden. Wir müssen nach links. Wo kommen wir hin, wenn wir hier durchgehen? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Okay, auf jeden Fall was mit Asterix. Okay. Du bist dran, Asterix. Cool. Okay. Es sieht so aus, als ob wir Asterix eventuell darüber bringen müssten. Asterix.
die noch ein bisschen näher ran. Sehr gut. Durchscheinigen öffnet und wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Spitzwetter gemäß. Bis denn.